ich habe den Kapitän. Sutra. Sutra kommt vom Wort Setr. Ja? Oder Setr. 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 Das heißt, eine Bedeckung. Ein, also du betest zum Beispiel hier, ich bete, ja, ich zeige euch das heute wieder, praktischer Unterricht. Okay? Die Kamera muss... Ah, genau, hier. Sowas. Das steht auch auf Arabisch, Sutra. Sutra zum Beispiel. Das hier oder ein Stuhl. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dass du nicht beten sollst, außer zu einer Sutra. Das kann das hier sein, das kann ein Stuhl sein, das kann ein Tisch sein, das kann ein Mensch sein, ja? Und die Gelehrten sagen, diese Sutra, also manche Gelehrte, es gibt da wie gesagt viele Aussagen, weil viele Gelehrte sagen, diese Sutra muss eine Endlänge mindestens lang sein. Wie zum Beispiel hier. Ja, hier ist das, ja, fast eine Endlänge ist das. Ja. Okay? Jetzt die Frage, inwieweit bete ich? Bete ich so? Oder bete ich so? Nein. Die Sutra muss so entfernt sein, dass wenn ich Sujud mache, warte, ich mache das hier vorne besser, ja? So. Genau. Jetzt mache ich Sujud. So. Inwieweit soll ich den Sujud machen? So, dass eine Ellenlänge vom Sujud-Punkt und der Sutra entfernt, also die Entfernung von einer Ellenlänge zwischen dem Sujud-Punkt, wo ich Sujud mache, und der Sutra. Also so. Das heißt hier. Hier mache ich den Sujud. So, das heißt, den Sujud mache ich hier. Ich gucke auf den Punkt des Sujud und in dieser Entfernung soll die Sutra sein. Okay, das sind vielleicht 2 Ellenlängen, 3 Ellenlängen ungefähr. Ja? Das sind diese Entfernungen. Nicht so und auch nicht so. Ganz nah. Sondern in dieser Entfernung. Seht ihr das? So ungefähr, in dieser Entfernung. Okay? Gut. Und nochmal, wenn derjenige dann hier läuft, oder anders, ich komme in die Moschee rein, der Bruder betet, er betet aber ohne sowas. Wo kann ich durchlaufen? Da, in dem Bereich, wenn er sowas nicht hat. Ab dem Bereich kann ich vor ihm laufen. Verstanden? Weil das ist die Entfernung, die man hat zwischen dem Stand im Gebet und der Sutra. Gut.